Ja, hallo zusammen. Hier ein ganz kurzes Video, das eigentlich nur zeigen soll, wie man Werbung auf YouTube wieder einschaltet, wenn sie denn mal aus ist. So, das kommt nämlich daher, dass man höchstwahrscheinlich eine Erweiterung installiert hat für den Browser, die Werbung komplett und gänzlich blockiert, was auf manchen Seiten sehr angenehm ist, was natürlich aber auch auf anderen Seiten, wie zum Beispiel YouTube, dazu führt, dass Werbung einfach nicht angezeigt wird und dementsprechend auch keine Einnahmen generiert werden, wenn man sie denn generieren möchte, zum Beispiel bei seinem eigenen Account. So, wir sind hier beispielhaft im Google Chrome und haben uns die Erweiterung uBlock Origin installiert. Das ist ein Werbeblocker. So, wie man da auch so schön sehen kann anhand der Zahl 28, ist dieser auf der Seite hier aktiv. Das heißt, er blockt momentan 28 Werbeanfragen sozusagen, und die führen eben dazu, dass man, wenn man ein Video abspielt, keine Werbung zu sehen ist. So, wie macht man das? Um die Werbung wieder zu aktivieren, man klickt auf dieses Zeichen und deaktiviert diesen Werbeblocker für diese Seite, indem man auf dieses große rote, auf dieses große blaue Ausknöpfchen drückt. So. Da muss man hier noch die Seite neu laden. Und dann sollte eigentlich, wenn alles gut geht, so auch wieder Werbung angezeigt werden. Das sieht man wahrscheinlich jetzt auch gleich. Moment, ich mache mal die Musik hier aus. Ja, hier kommt auch schon wieder die Werbung. Ja? Und dementsprechend ja, verschwindet auch hier dann die Anzeige der geblockten Aufrufe. Sprich, dieser Werbeblocker uBlock ist nun für diese Seite ja, deaktiviert und Werbung wird entsprechend wieder angezeigt. So, ich hoffe, das war hilfreich. Viel Spaß noch beim Monetarisieren und viel Erfolg mit den eigenen Videos. Ciao, ciao.